Die Froschfängerin. Großmutter Peng wohnte im Dorfe Mäsun in der Nähe von Fang. Als die 50 überschritten hatte, wurde sie nur noch Peng Knopf, Peng Frosch genannt. Das kam daher, weil die Frösche, jene vierfüßigen Tiere, die halb auf dem Lande und halb im Wasser wohnten, ihr Leben bestimmten. Als Peng noch ein junges Mädchen war, musste sie sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sie lernte die Kunst, Frösche zu fangen, mit Gewürzen zu bestreichen, zu braten und zum Verkauf zu bringen. Als sie sich einen Mann genommen hatte, begann für sie die Sorge für ihre Familie. Ihre Pflichten mehrten sich. Viele Dinge musste sie täglich kaufen, und dazu brauchte sie Geld. Sie musste fleißiger noch als bisher Frösche fangen und verkaufen. Ihre Fertigkeit im Fröschefang wuchs. Eines Tages fing sie nicht weniger als 50 Tiere. Was sie an Fröschen greifen konnte, warf sie in ihren Korb. Es war ihr gleichgültig, ob die Tiere groß oder klein waren. Die sie nicht verkaufen konnte, die warf sie in ein Loch, das sie im Fußboden ihrer Hütte ausgehoben hatte. Die Grube war nicht tiefer als 2 Ellen, aber lang und breit genug, um 200 Fröschen Platz zu bieten. Über die Öffnung des Loches hatte sie ein Brett gelegt, damit die Frösche nicht heraushüpften und entspringen konnten. Dieser Deckel war jedoch ganz überflüssig, denn auch ohne das Brett wären die Frösche im Loch sitzen geblieben. Denn sobald Peng einen erwischt hatte, knickte sie ihm die Beine, den Froschkindern sowie den ausgewachsenen Fröschen. Die Kleinen verkaufte sie nicht sofort, sondern warf sie mit den gebrochenen Gliedern in die Grube, um sie später auf den Markt zu bringen. Zunächst musste sie ihre Opfer großziehen. Dazu grub sie Erdwürmer aus, die sie den Froschkindern zu fressen gab, bis ihre Körper groß und dick geworden waren. Dann wurden sie verkauft. Obgleich sie in der Grube viele Frösche hielt, ließ die Habsucht ihr keine Ruhe und sie fing immer mehr. Jeden Tag mussten ein paar mehr in die Grube, als schon am Vortage darin waren. Das ganze Jahr hindurch fing sie die Tiere auf den Wiesen ein. Sogar in der Trockenheit, wenn die Frösche aufhören zu fressen, wie ihr Gebot es von ihnen verlangt, und hinabstreben in ihre unterirdischen Löcher, selbst in dieser Zeit holte Peng sie unerbitterlich aus ihren Höhlen ans Licht, brach ihnen die Beinchen und verkaufte ihre Beute auf dem Markt. Ihre Habsucht kannte keine Grenzen. Aus Geiz verstieß sie ihren Mann und das Kind ihres Mannes. Später hatte sie einen anderen Mann und wieder ein Kind und verstieß sie auch. Dann nahm sie sich noch einen dritten Mann. Das Leben, das sie mit dem Mann und Kind führte, war für die Armen kein Vergnügen. Denn sie dachte immer nur ans Fröschefangen. Jeden Tag brachte sie neue, brach ihnen die Beine und verkaufte sie. Die zu klein waren, warf sie in die Grube, mästete sie mit Erdwürmern, bis sie groß und dick waren. Dann wurden auch sie verkauft. So lebte sie dahin, bis sie 40 Jahre alt war. Eines Tages kam die Sünde, die sie an den Fröschen begangen, zu ihr zurück. Sie knickte zusammen und wälzte sich auf den Boden. So groß waren ihre Schmerzen in den Knien und Knöcheln. Von Stund an konnte sie sich nicht mehr erheben und nicht einen Schritt mehr gehen. Ihre Gelenke brannten. Bald konnte sie ihre Beine nicht mehr strecken. In den Knien zogen sie sich zusammen und erstarrten in ihrer Krümmung wie die Beinchen der Frösche, die sie gebrochen. Schließlich waren ihre Beine an den Knien so zurückgeklappt steif geworden, dass ihre Waden die Rückseite der Oberschenkel berührten. Der Schmerz nistete sich ein in ihren Knochen, und selten waren die Stunden, in denen der Himmel sich ihrer erbarmte. Weil sie weder stehen noch gehen konnte, musste sie sich auf den Knien rutschend vorwärts schleppen, wie die Frösche, die auch nicht mehr springen konnten, nachdem sie ihnen die Beine gebrochen. Viele Jahre quälte Peng sich so dahin. Am liebsten wäre sie gestorben,
aber der Todeskönig wollte sie nicht haben. Ihre Qual sollte so früh noch kein Ende haben. Der Gott wollte, dass alle Menschen immer vor Augen hatten, wie es einer Tierquälerin ergehen musste. Darum blieb sie am Leben, sich kümmerlich auf den Wegen ihrem Dorf vorwärts schleppend. Die Bauern sahen sie Tag für Tag elender werden und flüsterten untereinander: Seht, das ist die Frucht der Sünde. Manchmal vernahmen sie, was die Bauern sprachen, während sie in der Nähe hockte oder sich vorwärts schob. Dann hielt sie inne und beugte ihr Gesicht in den Staub. Leben kam nur dann in sie, wenn sie Knaben oder Mädchen sah, die mit einem Körbchen nach Hause gingen, und was darin war, hört sich an wie zappelnde Fischlein oder herumhüpfende Frösche. Dann schaute sie auf. Ihre Augen, von niemandem beachtet, schwammen in Tränen, und das Wasser trat über die Lider. Ihr Mund murmelte, und mühsam kamen ihr die Worte über die Lippen, denn ihr Herz war böse auf die Knaben und Mädchen, und sie sprach: O ihr Kinder und Enkel, lasst ab vom Fischfang und vom Sammeln der Frösche, verkauft sie nicht und füllt nicht damit eure Bauch, denn das ist eine so schwere Sünde, dass ich sie recht noch in diesem Leben. Schaut mich an und begreift, o ihr Kinder und Enkel. Schließlich war ihr Todestag gekommen. Als es Zeit zum Schlafen war, legte sie sich aufs Lager, den Kopf eingezogen und die Beine verkrümmt wie immer. Aber sie konnte nicht einschlafen. So wild schmerzten die Knie und Füße. Ihre Knochen durchzog das Weh, wie die Frösche es leiden mussten, als ihnen die Beine gebrochen wurden. Ihre Hände und Arme begannen von Krämpfen geschüttelt zu zucken, als ob sie auf der Wiese verschnellende Frösche fangen wollte. Ihre Lippen bewegten sich, und sie rief in ihrem Fiebertraum ein ums andere Mal: Dort springt er hin, weg ist er schon. Ihre Augen quollen vor in den Höhlen, als ob sie etwas Fürchterliches erblicken müsste. Da brach ihr Herz. 55 Jahre war Großmutter Peng, die Froschfängerin, geworden. 5 Jahre nach ihrem Tode war sie vergessen. Von ihr übrig blieb nur die Geschichte ihres Leidens und das Wort: Der bösen Tat folgt die Sühne sogleich. Heute freilich ist das vergessen. Wir Menschen alle kennen nur einen Wunsch: am Leben zu bleiben. So benutzen wir unsere Zeit zu nichts anderem, als dem Essen nachzujagen und uns den Bauch zu füllen. Aber wer sein Leben liebt, muss auch fremdes Leben lieben. Die kleinen und kleinsten Tiere, die vielen Millionen, die um uns und mit uns leben, sie alle lieben ihr eigenes Leben ebenso wie wir. Die Krebse, die Muscheltiere, Frösche, Fische, Enten, Hühner, Schweine, Kühe und Büffel. Wer von ihnen liebt wohl sein Leben nicht?